schaffen wir es, die Garten-auf-Bahn-Bahn-Charaktere zu besiegen in Teardown. Wir haben wieder eine Reihe von verschiedenen Garten-auf-Bahn-Bahn-Kreaturen, die es auf uns abgesehen haben. Unter anderem haben wir Nap-Nap. Dann haben wir den Tintenfisch Stinger Flint. Und zum Schluss Banban.exe. Insgesamt haben wir 5 Leben, um diese Kreaturen zu besiegen. Schaffen wir das, ohne dass wir die Fahrzeuge alle verlieren? Das erfahrt ihr in diesem Video. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Episode in Teardown. Und heute wieder einmal ein 3 gegen 1 Battle. Und zwar mit den Garten auf Banban Kreaturen. Und ich habe sie euch alle schon vorgestellt. Jede dieser Kreaturen hat einzigartige Superfähigkeiten, die er benutzen kann. Wir müssen jetzt, Leute, einfach ein Auto auswählen und die Rampen benutzen, um gegen diese Kreaturen zu kämpfen. Und das Problem ist, Leute, je mehr wir davon zerstören und besiegen, desto aggressiver werden die übrigen Charaktere. Wir müssen es also mit 5 Leben aushalten. Schaffen wir das? Leute, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da für die nächste Episode Teardown und schreibt in die Kommentare, wer soll als nächstes dran sein. Okay, jetzt muss ich mir mal überlegen. Ich werde abwechselnd jedes Fahrzeug gegen einen anderen Charakter benutzen. Und ich denke, wir starten einfach mal mit einem kleinen Fahrzeug. Wir nehmen jetzt einfach dazu einfach mal den Bugatti und fangen mal direkt mit Banban.exe an. Und Leute, der Typ wird es auf jeden Fall nicht aushalten. Ich versuche direkt in seinen Mund zu fliegen. Also Leute, habt ihr jetzt schon einen Like da gelassen? Falls nicht, jetzt liken, damit wir straight in den Mund von Banban fliegen, Leute. Und... ich glaube, Leute, ihr habt kein Like da gelassen. Ganz wichtige News an alle Leute aus Köln. Habt ihr Bock, mich am Samstag, den 25.11. zu treffen im Experion in Köln? Denn am 25.11., also an diesem Samstag, finden die Logitech G Challenge Race Days von McLaren statt. Ihr könnt mich sehr gerne auch dort treffen. Ab 16 Uhr geht das Ganze los bis 20 Uhr. Und an dieser Challenge kann jeder mitmachen und fährt mit dem echten Lenkrad von Logitech auf um die Zeit in Forza Motorsport. Wenn ihr gut genug seid, könnt ihr ebenfalls auch fette Preise gewinnen. Und wenn ihr richtig gut seid, könnt ihr sogar auf die nächste Stufe, aufs nächste Event eingeladen werden, bei dem ihr richtig viel Geld gewinnen könnt. Also kommt gerne jetzt diesen Samstag am 25.11. in das Experion in Köln. Weitere Links dazu sind in der Beschreibung. Ich werde so circa ab 17 Uhr da sein. Wir können gerne treffen, uns unterhalten, Fotos, Autogramme, alles Mögliche machen. Also kommt gerne vorbei und seid dabei. Ja, okay, wir haben ein kleines bisschen Schaden an ihm gemacht, aber ich glaube, das beeindruckt ihn nicht so wirklich. Nein, und Leute mit den Laseraugen. Okay, als nächstes ist Nap-Nap dran und oh mein Gott. Yo, 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 yo. Okay, das war... du hast nicht getroffen, Pro-Kollege. Alter, dieses Fahrzeug hat er auch nur ganz teilweise erwischt. Aber gut, Nap-Nap, jetzt bekommst du von mir die Breitseite mit diesem Fahrzeug straight. Oh, let's go. Let's go. Der ist nicht so schlecht, Leute. Wir stecken auch noch straight in ihm drinnen fest. Wir kommen auch gar nicht raus. Alter, wie stabil ist der? Ey, ich will hier raus. Hilfe! Ha, sieht wohl so aus, als würde das Fahrzeug einfach in Nap-Nap erstmal stecken bleiben in seinem Mund. Aber wir haben ihm schon ein bisschen gut Schaden gemacht. Besser als bei Banban. Und der nächste, Leute, ist Stinker Flint. Oh nein, 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 bloß nicht mit dem Laser. Vorsicht! Okay, das war gefährlich. Vielleicht nehme ich dazu dieses Mal einfach den Bus. Mal ein bisschen größere Fahrzeuge gegen diese Kreaturen benutzen, damit wir auch mal durchkommen. Und let's go! Ab ins Auge! Straight durch! Straight durch! Was? Yo! Oh mein Gott, das war wirklich der heftigste Stoß, den wir je hatten. Und Leute, wir machen innerlich... Alter, wir machen so einen Damage in ihm drin. Oh mein Gott. Yo, ich muss kurz aussteigen, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist das Auge von Stinger Flynn oder eher von Stinker Flynn, würde ich einfach mal sagen. Weil du stinkst ganz schön, muss ich sagen. Also, ganz schlimm, dieser Geruch hier. Oh mein Gott. Wir können jetzt von innen komplette Zerstörung machen. Und ich glaube, Leute, ihm gefällt das nicht. Yo, er hat gerade Laser benutzt. Er hat sich selbst gedamaged. Oh mein Gott, wir fallen durch. Wir fallen, Leute, straight durch den Tintenfisch durch. Und er nimmt Schaden ohne Ende. Mein Bus hat sich schon zerteilt. Da unten ist ein Riesenloch. Okay, und ich glaube, wir stecken fest. Oh nein. Yo, wir können uns noch ein bisschen bewegen. Und oh, wir fallen jetzt durch, Leute. Wow. Alter, was? Der ganze Bus ist einfach halbiert. Aber, Leute, Stinger Flynn, wir haben sogar eine von seinen Tentakeln zerstört. Wir müssen es natürlich schaffen, jede einzelne von den Kreaturen zum Umfallen zu bringen, damit eine davon besiegt ist. Und guckt euch diesen Schaden an. Das ist unglaublich. Wir sind hier wirklich sogar straight da durchgebohrt. Und dann sind wir wieder reingefallen und haben einfach diesen Riesenkrater hinterlassen. Ich glaube, Leute, oh nein, er kann immer noch den Laser abfeuern. Nein, wir verstecken uns, Leute, wir verstecken uns am besten hier hinten. Vorsicht, Vorsicht! Oh,
Oh mein Gott. Okay. Alter, das war nicht schlecht. Kann ich das Ding noch fahren? Nein. Wir haben zwei Busse verloren. Okay, Banban, du bist wieder dran. Bist du bereit? Und ja, er ist auf jeden Fall bereit. Okay, jetzt haben wir die zweite Runde, Leute. Nach der zweiten Runde werden die Kreaturen deutlich aggressiver. Also wir müssen jetzt aufpassen und ein bisschen effizienter werden. Vielleicht fliegen wir dieses Mal auch wieder in den Mund von Banban rein. Und yeah! Leute, wir werden immer besser. Und jetzt, Achtung, Konter! Kontermöglichkeit! Nein! Nein! Wir haben Leben verloren! Oh, Mann. Ich hätte das Fahrzeug verlassen sollen. Na, super. Jetzt haben wir nur noch 4 Leben. Aber immerhin, Leute. Ich habe richtig Schaden gemacht in Banban.exe. Das ist ein riesiges Loch. Warum sieht das aus wie das Innere einer Cornflakes-Schachtel? Und das Bein von Banban hat es auch ein bisschen erwischt. So, als nächstes haben wir... Wow. 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 Wow! Vorsicht! Meine Autos! Meine Autos! Was? Der hat mir schon Leben abgezogen. Alter, Nap-Nap ist bisher der gefährlichste von allen. Tja. Oh mein Gott. Lol. Wie viele von den... Nein, er hat mein wichtigstes Fahrzeug zerstört. Bitte. Bitte, man kann das Ding noch fahren. Please. Ich muss da rein. Nein. Die Kreissäge. Aber ich kann noch mit dem Nitro-Boost vorankommen. Wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Oh, Mann, ey, was der diesem Fahrzeug angetan hat. Aber ich werde es probieren. Und ich glaube, es sieht gut aus. Seitlich rein. Yeah, mit genug Speed kommen wir hier durch. Yo. Und sogar die Zähne haben wir auch ein bisschen getroffen. Und jetzt Dinger Flynn. Oh, nein, 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 Bro. Du hast letztens schon sehr viel abbekommen. Ich versuche ihn jetzt zu finishen, Leute. Ich nehme jetzt am besten eines der weiteren schweren Fahrzeuge, die wir hier haben. Aber ihr seht, eine gesamte Reihe ist schon weg. Alleine von Nap-Nap. Okay, was wird nach dem zweiten Versuch passieren? Irgendein Effekt wird passieren gleich. Also wir müssen hoffen, dass das Ganze erfolgreich ist. Nicht zu schnell rein. Oh ja, seitlich ist gut. Das war vielleicht ein bisschen zu tief. Es war ein bisschen zu tief, muss man sagen. Aber sie nehmen Damage, Leute. Sie nehmen Damage. Und yo, ich merke gerade, Leute... Die Beine von Nap-Nap, die sind echt ein bisschen dünn. Meint ihr, wir könnten probieren hier ein bisschen... Achtung. Oh, ja. Und jetzt noch das andere Bein. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Oh, mein Gott. Okay, ich glaube, ich sollte doch lieber zu meinen Autos zurück. Monster werden aggressiver? Oh, nein. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Jetzt greifen zwei auf einmal an. Oh, nein. Nein, 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 nein. Lass meinen Panzer... Wann, wann? Kannst du jetzt aufhören? Ja, okay. Oh mein Gott. No way. Warte mal, wir haben nur noch 2 Leben. Ey, das gibt's nicht. Die haben jetzt so viele Autos zerstört. Guckt euch den Damage an. Meine Flugzeuge sind zerstört worden. Die LKWs sind explodiert. Jeder einzelne von denen ist kaputt. Aber wisst ihr was, Leute? Banban, du bekommst von mir die Portion, die du verdienst, aber ganz zum Schluss. Ich werde erst mal versuchen, die anderen zu zerstören. Versuchen wir mal, ein bisschen tiefer zu stapeln. Ein bisschen tiefer fliegen. So, und Achtung. Und jetzt mit Nitro in den Bauch. Yeah! Genau, Leute. In die Cornflakes-Schachtel. Und jetzt von innen so viel Schaden, wie es geht, machen. So viel Damage, wie es nur möglich ist. Oh nein, wir fallen raus! Aber... Wir haben ein ziemlich merkwürdiges Loch in Banbans Rücken gemacht. Oder ist das sein Rücken? Oh mein... Yo! Yo! Hier ist ein Feuer ausgebrochen! Was ist das hier? Oh ja, stimmt. Wir haben auch noch einen Holz-LKW gehabt. Jetzt brennt der komplett ab. Ich versuche mal, das Flugzeug zu benutzen. Es ist noch beweglich. Okay, man kann es noch bewegen. Not bad, Leute. Oh, Achtung, Achtung! Nap, Nap greift an! Oh mein Gott, er hat mein Flugzeug erwischt. Er hat mein Flugzeug erwischt. Aber ich kann... Was? Oh Gott, das ist echt nicht gut, Leute. Wir grinden hier an der Wand. Ich fliege. Das ist nicht gut. Und jetzt haben wir noch Stinker Flynn, Kollege. Der stinkende Stinker Flynn. Der bekommt jetzt... Oh, oh, yeah, was? Okay. Ich habe das noch nie gesehen, dass ein Monster mich nicht zerstört, sondern wegdrückt. Und das dazu führt, dass wir ein Auto verloren haben. Ey, Stinker Flynn, das kann der doch nicht bringen, Leute. Wie viele LKWs er schon zerstört hat. Wir haben langsam mal Fahrzeugmangel. Aber immerhin habe ich noch einen LKW. Und guck mal, der hat die gleiche Farbe wie Nap-Nap. Und den kriegst du jetzt erstmal schön auf deine Tentakelhaut. Am besten mit Vollgas! Yeah! Wir sind drin, Leute.
Wir sind drinnen. Wir sind in Stinkerflynn drin. Oh mein Gott. Ey, das ist ja crazy. Warte mal. Like da lassen für Superwaffe? Freunde, ich will wissen, wir bekommen jetzt eine neue Superwaffe. Drückt jetzt alle mal auf den Like-Button, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir bekommen eine neue Superwaffe. Und ich habe so das Gefühl, welche es sein könnte. Also, Like da lassen, 3, 2, 1 und... Yo! Wir haben die Iron Cannon Beacon bekommen. Meine neue Lieblingswaffe. Und einer hat in den Kommentaren auch geschrieben, dass es seine Lieblingswaffe ist. Also ich freue mich auch für dich, dass ich die jetzt benutzen kann. Wir werden diese jetzt einfach taktisch platzieren. Und die benutzen wir. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das jetzt von der Explosion sein wird. Das wird die größte Explosion sein, die er in Teardown jemals gesehen hat. Meteoritenschauer sind nichts dagegen. Dieses Teil werde ich am besten an dieser Seite da hinten platzieren, oder? Okay, hier Leute, hier wird es platziert. Achtung, Achtung! Iron Cannon Beacon wird platziert! Iron Cannon Beacon deployed. Okay, jetzt nichts wie raus. 20 Sekunden, Leute! Okay, Achtung! In 20 Sekunden 15. Ist es soweit! 15 Sekunden, Leute! Ich bin so gespannt, wie es aussehen wird. 10, komm! 9, 8, 7, 6, 5, 4, und let's go! 0. Ach du, oh mein Gott. Mein Spiel laggt. Wow! Alter! Was? Leute, guckt euch das an! Guckt euch das an, Leute! Explodiert komplett! Oh mein Gott, das gibt's nicht, Leute! Alter, was? Das ist Wahnsinn, Leute. Das ist Wahnsinn gerade, was hier passiert. Alter! Yo! Leute, er kippt um! Er kippt um. Es sieht so aus, als hätten wir ihn besiegt. Junge, es regnet einfach Stinkerflynn. Das stinkt auch ganz schön, muss ich sagen, die Explosion. Alter, nur dieses kleine Eck hat es noch überstanden von seinem Kopf. Aber er kippt um, Leute. Oh mein Gott, das sieht crazy aus. Oh mein Gott, Alter, es sieht so wahnsinnig krank aus. Das sieht so heftig aus. Ey, warte mal, versinkt er im Boden? Leute, er versinkt im Boden oder so. Sieht es gerade... Yo, er überschlägt sich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Er dreht. Er macht ein Salto. Er macht ein Salto. Er macht eine Rolle vorwärts. Wait. Trifft er vielleicht noch Nap-Nap und Ban-Ban? Alter, was ist da übrig geblieben? Er ist einfach halb durch. Also... Er ist medium rare, würde man sagen. Oh, da ist auch noch eine Explosion, Leute. Der tritt auch noch auf dieses TNT drauf. Und explodiert das? Ey, das explodiert nicht. Leute, er sieht einfach aus wie so ein bisschen Zuckerwatte. Stinkerflynn sieht aus wie Zuckerwatte. Let's go. Die erste Kreatur ist besiegt. Das heißt, wir haben nur noch Nap-Nap und Ban-Ban übrig. Wow, was? Leute, das Wetter hat sich geändert. Achtung. Monster sind jetzt super aggressiv. Okay. Leute, ich habe nur noch 2 Leben. Das ist ziemlich knapp jetzt, muss ich sagen. Wir haben zwar eine Kreatur besiegt, aber wenn sie jetzt sagen, dass sie noch aggressiver sind, vor allem Nap-Nap ist der... Oh nein. Vorsicht! Nap-Nap-Angriff! Nap-Nap! Oh nein, 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 nein. Oh nein! Nein, Leute, ich habe nur noch ein Leben übrig. Ich habe nur noch ein letztes Leben. Wenn wir das verlieren, dann haben wir die Challenge verloren. Okay, wir fangen wieder mit Ban-Ban an, Leute. Wir müssen jetzt schnell gehen. Das muss jetzt schnell gehen. Ich müsste probieren, vielleicht die Augen zu treffen, damit sie uns nicht mehr beschädigen können. Aber sie machen richtig Damage. Und genau deswegen, Leute, werde ich jetzt diese Schaufel hier aktivieren. Nämlich mit einem Super-Ultra-Nitro-Boost könnte ich es vielleicht schaffen, hoch genug zu fliegen, um Ban-Bans Gesicht zu treffen. Und nein... Oh, Mann, ey. Es hätte so viel mehr Potenzial gehabt. Aber ich könnte es ja probieren, Leute. Hier. Ah, es klappt nicht. Yo, Ban-Ban ist immer noch ultra aggressiv. Aber ey, er ist schon fast down. Man sieht hier in der Mitte einfach so ein riesiges Loch, Leute. Vielleicht hat er einfach nur einen hohlen Kopf und einfach kein Gehirn. Okay, Nap-Nap. Ich nehme am besten jetzt ein super krasses Fahrzeug. Und zwar ein Militärflugzeug. Und das Ding wird straight einfach durchscheppern in Nap-Nap. Und jetzt... Boom! Das war gut.
Das war sehr gut, aber wir können leider nicht. Wir können leider nicht nochmal damit fliegen. Alter, das war so gut, Leute. Er hat nur noch dieses Seitenteil. Wenn wir das erwischen, dann kollabiert er in sich selbst. Dann fällt er auch um. Und dann hätten wir nur noch Banban übrig. Okay, was könnten wir nehmen, Leute? Oh nein, 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 nein. Vorsicht, das ist mein letztes Leben. Oh, oh nein. Oh nein, nein, nein. Die ganzen Autos. Moment, nicht alle hat's erwischt. Ein paar haben's überstanden. Freunde, ich muss echt jetzt super vorsichtig sein. Oh, Laser. Nein, oh, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hilfe. Ja, das Fahrzeug ist kaputt. Okay, vielleicht nehme ich ein anderes. Ich muss es auf jeden Fall schaffen, Leute. Ich muss es schaffen. Wir nehmen aber mal das Tron-Bike. Das, wow. Leute, bei Nacht sieht das ja richtig crazy aus. Vollgas. Ja. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Okay, es ist nicht der ganz gewünschte Effekt, aber es hat schon Schaden gemacht. Ja, das kann man nicht leugnen. Ah, Freunde, ich brauche ein Extra-Leben. Es ist viel zu knapp, Leute. Ich brauche ein Extra-Leben. Warte mal, wir haben noch einen zweiten Joker, oder? Ich meine, probieren wir das mal alle aus. Drückt mal, Leute, alle auf den Abonnieren-Knopf. Vielleicht kriegen wir wie immer ein Extra-Leben. Es wäre super hilfreich. Ich glaube, ohne das schaffen wir diese Challenge nicht. Also, alle abonnieren und... Hat's geklappt, Leute? Yes! Yo, wir haben ein zweites Leben noch bekommen. Aber den Joker können wir nicht mehr benutzen, Leute. Der Joker... Moment. Das Auto erinnert mich ein bisschen an diese Mr. Bean-Szene. Kennt ihr die noch mit dem Sofa? Nur, dass es das falsche Auto ist. Oh nein. Nap Nap will angreifen. Gut. Ich fliege einfach drüber. Vielleicht größere Fahrzeuge könnten helfen. Wir müssen Nap Nap stoppen. Aber das nächste Fahrzeug verwenden wir gegen Ban Ban, weil wir müssen uns immer abwechseln. Jedes Auto muss eine Abwechslung finden. Leute, wie das Ding auf Flynn einfach rumliegt. Einfach so ein Stück Aufprallwatte. Okay, come on. Und auf geht's, Leute. Am besten treffen wir den Arm. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und jetzt mit Nitro nach oben. Okay. Not bad, not bad. Jetzt haben wir schlechtes Positioning. Aber es war gut. Der Arm ist halb ab. Lieber Arm ab als Arm dran. Den hätten wir noch. Der LKW ist zwar nur zur Hälfte noch da, aber der Wagen ist nicht zerstört. Also der Motor funktioniert noch. Okay, auf geht's, Leute, zu Nap Nap. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No. Oh, jetzt greift er wieder an, Leute. Jetzt muss er vorsichtig sein. Jetzt muss er... Oh mein Gott, es fetzt. Es kracht und pfeift ganz gewaltig hier bei Garten of Banban. Oh Mann, Alter. Hilfe, der Laser. Der Laser kommt. Der Laser, der Laser, der Laser. Oh, yo, jetzt geht das. Jetzt geht es komplett zur Sache, oder? Jetzt geht das Ganze aber komplett zur Sache. Oh mein Gott. Yo, ich kann nicht mehr weiter zur Seite. Ich verliere sonst alle Autos. Bro, ist das dein Ernst? Ich habe keine Autos mehr fast. Ich habe nur noch diese kleinen Furzfahrzeuge. Es wird immer schwerer. Das sind die aggressivsten Kreaturen bisher in Teardown. Und deswegen geht's jetzt straight in your heart. Ja, 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 ja. Nicht in die Cornflakes-Schachtel fallen. Na gut, okay. Von mir aus. Jo, wir gehen durch das Bein. Oh mein Gott, wie lucky. Wie lucky war das denn? Wir sind durch das Bein gegangen. Das war echt lucky. Okay, was haben wir hier noch, Leute? Wir haben hier noch ein paar... Oh nein, 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 nicht schon wieder. Hilfe. Oh, meine Leben. Ich habe ein bisschen Leben genommen, aber... Dankeschön, Banban. Nap, nap, dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle meine Fahrzeuge zerstört. Alles gut. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Oh nein, nicht erwischt werden. Nein, nicht erwischt werden. Auf gar keinen Fall. Nein. Oh ja, gut, die kannst du ruhig wegräumen. Da kannst du den Müll... Wow, oh mein Gott. Ey, Leute, die ganze Seite, keine Autos mehr übrig. Nichts. Diese gesamte Seite war voll von Fahrzeugen. Alles ist weggewiped worden. Wir haben nur noch diese Seite übrig, um die letzten zwei Garten of Banban-Kreaturen zu zerstören. Und jetzt muss ich zu härteren Mitteln greifen, Leute. Jetzt, es muss sein, es tut mir leid. Es muss sein, wir nehmen jetzt den ultimativen Panzer. Warte mal, was passiert, wenn ich G drücke? Wir haben so Rauchkanonen. Voll cool. Achtung, nimm das! Oh, yo, wir haben Schüsse. Schüsse. Wir können draufschießen. Let's go. Nimm das. Nimm das. Habe ich noch andere Waffen? Oh, ich habe noch eine Minigun oder so. Oder was ist das? Oh. Oh, das ist eine Minigun.
Ja, ich höre nur nichts, aber es ist tatsächlich eine Minigun. Wie cool. Das bringt alles nichts, Leute. Es ist nicht stark genug. Wir müssten mit Super Speed jetzt hantieren. Und Abflug, Leute. Wir beschleunigen erstmal auf 50. Jetzt Nitro aktivieren. Jetzt genug Speed haben. Schießen. Und seitlich. Bam. Yo, 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 yo. Am besten schießen wir noch weiter auf ihn, Leute. Weiter. Bam. Bam. Nein, meine Munition ist leer. Nein. Es hätte reichen können. Aber er ist sichtlich angeschlagen, Leute. Banban ist sichtlich angeschlagen. Er hat immer noch den Laser. Er hat immer noch diesen Laser. Okay, Ziel dieser Mission ist jetzt wie folgt. Wir nehmen dieses Flugzeug, schneiden eines von Banbans Beinen ab. Ich meine Napnaps Beinen. So, das ist jetzt die Mission, Leute. Einfach nur das Bein treffen. Oh, ich merke, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht... Hat es geklappt? Ja! Yes! Es hat funktioniert! Hä, und warum fällt er nicht um? Oh, das zählt wohl nicht. Nein! Leute! Alle Fahrzeuge von dieser vorletzten Reihe sind zerstört. Der Panzer. Dieser Panzer hat es überstanden. Er hat es überstanden. Der Mini-Panzer hat es überstanden. Mein ein Fahrzeug, das überlebt hat. Okay, Banban. Bist du bereit für den ultimativen Angriff? Komm schon. Komm schon, was müssen wir tun? Wahnsinn. Ja. Yes. 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 Okay, ich könnte jetzt Folgendes probieren, Leute. Ich hau ihn einfach zusammen. Er ist nicht mehr... Da sind nicht mehr viele Teile übrig von ihm. Komm schon. Das sieht gut aus. Er kann nichts machen. Er kann sich nicht verteidigen, Leute. Er schreit. Er schreit. Und haben wir es gleich. Leute, wir sind durch, oder? Nein, noch dieses Stück. Oh! Oh mein Gott! Ja! Ja! Leute, Banban ist down. Er ist down. Oh mein Gott, er ist down. Lassen wir uns nicht treffen von ihm. Wir haben ihn. Banban ist down. Und wir sehen, wie er so innerlich zerfällt, Leute. Wie er in den Boden reingesmashed wird. Alter. Yo, es hat einfach funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Und der LKW stand sogar richtig günstig. Der hat einfach das Bein mitgenommen. Yo, wie er da liegt, Leute. Einfach. Ey, ich komme immer noch nicht auf den Gedanken klar, dass es aussieht wie eine Cornflakes-Schachtel. Damit haben wir nur noch ein einziges Monster übrig. Der Endboss. Napnap. Mit nur einem Leben und diesen Fahrzeugen muss ich es schaffen, ihn zu besiegen. Ansonsten verlieren wir. Und ich kenne genau das richtige Fahrzeug. Dieses Endboss-Fahrzeug. Das Teil hat Sprengstoff, das so viel ist, dass es ein... Ja, die Iron Bacon Piepen oder die Iron Bacon Iron Cannon Beacon nicht schlagen kann. Oh, Vorsicht, ey. Das Ding wäre fast explodiert. Egal. Vollgas, Leute. Vollgas. Oh mein Gott. Oh! Alter! Was eine Explosion! Was ein Damage! Yo! Leute, er ist fast down. Er kann immer noch den Laser speien. Ich glaub's nicht. Er kann immer noch den Laser machen. Aber Alter, was eine Explosion. Sogar die Teile haben sich verfärbt. Normalerweise sind die ja... Nee, die sind eigentlich lila. Grimace? Komm schon, das Fahrzeug, Leute. Come on. Das Fahrzeug bringt ihm den Finisher. Na los, Kipplaster. In GTA 5 warst du schon so gut, dass du nicht einmal den Zug aufgehalten hast. Das klingt ja gerade nicht sehr positiv. Aber es war das einzige Fahrzeug, das Fahrzeuge mit sich nehmen konnte, indem man da reingesprungen ist in die Schaufel. Und jetzt müssen wir einfach nur hoffen. Einfach nur hoffen, dass es reicht. Dieses Seitenteil von Napnap. Einfach erwischen. Yo. Yo. Yo! Besiegt. Und was passiert gerade, Leute? Guckt es an! Er fällt in den Boden. What? Wir haben das Monster besiegt ohne irgendwelche Überreste. Man sieht hier noch, hier war das Auge. Hier waren einige Teile. Hier war, glaube ich, der Fuß von ihm. Der hat es noch gerade so gemacht. Aber Alter, was ein Damage. Und Leute, weil das Video noch nicht vorbei ist, will ich das Ganze mit einer richtig heftigen Explosion beenden. Schreibt also alle mal Ione in die Kommentare. Let's go! Okay, eine wird platziert.
Und eine zweite noch daneben. Und eine dritte noch daneben. Oh Leute, das wird jetzt crazy. Das wird jetzt crazy. Alles klar. Wir warten ab. Okay. 9, 8. Das wird die heftigste Explosion. Das wird die heftigste Explosion. Let's go. Let's go. Let's go. Ich bin noch nicht ready. Oh mein Gott. Jetzt kommt die nächste Explosion. Leute, Achtung! Und jetzt! Bam! Und jetzt noch Stinger Flynn, Leute. 2, 1, 0. Bam! Let's go! Alter, das hat ihn auseinandergenommen. Das hat ihn jetzt auseinandergenommen. Alter, wie geil. Leute, ich liebe diese Waffe in Teardown. Bisher meine spaßigste Waffe. Und ja, es sind noch ein paar Überbleibsel übrig geblieben. Aber Leute, im Großen und Ganzen, man kann Banban nicht wiedererkennen. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge Teardown gefallen. Schreibt bitte Ideen in die Kommentare. Was wollt ihr als nächstes sehen? Wollt ihr Cartoon Cat haben? Wen wollt ihr noch haben? Oder habt ihr Verbesserungsvorschläge an Teardown? Ab damit in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare gerne durch. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Lasst ein Like, abonniert den Kanal und nicht vergessen, schaut das nächste Mal wieder vorbei. Aldi ist raus und rein und ciao.